Dieser Manga aus Deutschland kann es mit japanischen Titeln locker aufnehmen. In Juventore treffen wir auf Rita. Sie plagt ein rätselhaftes und penetrantes Ticken, das aus dem Inneren ihres Kopfes zu kommen scheint. Als sie die Hoffnung auf ein Heilmittel bereits aufgegeben hat, trifft sie auf eine mysteriöse Hexe, die ihr, wir denken an das Ticken, eine Uhr überreicht. Und mehr will und sollte ich euch nicht erzählen, denn diesen Titel müsst ihr wirklich selbst leben. Nicht nur aufgrund der Story, die so viel Interpretationsspielraum hat. Beim zweiten Read sind mir nochmal ganz andere Dinge aufgefallen oder ich habe einige Aktionen ganz anders verstanden und das ist wirklich magisch. Auch überzeugt Juventore durch so krasse Zeichnungen, dieser Detailgrad, dieser Character Designs, diese Umgebungen, das ist alles, alles nur mit Stift und Papier gezeichnet. Diese Zeichnungen kommen auch perfekt in diesem riesen Format zur Geltung. Ich meine, schau mal, wie groß das im Vergleich zu einem normalen Manga ist oder zu meinem Kopf und der ist echt riesig. Juventore erscheint im September, unterstützt dieses Werk. Ich werde darüber in einem längeren Video nochmal reden und wir sehen uns. Ciao, ciao.